besser als fahren. Man sollte meinen, dass es in, man sollte meinen, dass es in der ersten Klasse bessere Fallschirme gibt. Mhm. Oh, das ist schon. Oh, das ist fies. Das ist fies. Das ist echt fies. Ich meine, es gibt immer noch Lücken dazwischen, aber das ist trotzdem fies. Echt. Habe ich schon erwähnt, dass das fies ist? Es ist echt fies. Bam, 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 bam. Na, hol dir doch das Orangene da oben. Mensch. Bin gleich dabei und gebe der Kugel einen Namen. So weit ist schon gekommen. Oh, ja. Eine Geisterkugel. Ach, ich liebe diese Musik. Die finde ich tausendmal schöner als die Musik von diesem ollen Karnickel da. Möchte gern Karnickel Copperfield oder Karnickel Geller. Vor allem, der kann auch Löffel verbiegen, aber der verbiegt dann andere Löffel. Wenn ihr versteht. Als Karnickel und so, ne? Weiß Bescheid. Hoffe ich doch mal. Der Hut ist hier vielleicht gar nicht mal blöd für das Level. Der hat halt eine größere Fläche, die er abgrasen kann und dadurch nimmt man halt auch mehr Kugeln mit. Also der Hut kann ist auch nicht zu unterschätzen irgendwie. Der ist schon ganz nice auch. Komm. Ach Mann! Ist das ärgerlich. Genauso wie das, aber naja, immerhin habe ich den Trog noch getroffen. Ja, super. Muss ich eh nochmal neu machen, deswegen. Bock. Ja, zwei hatten wir noch übrig. Ist machbar. Es ist ja auch besser als fahren. Dreifache Punktzahl. Ja. Wobei meistens ist es irgendwie komisch. Ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, gerade in den Herausforderungen, wenn man dann auf dreifache Punktzahl kommt und mal es mit ihm versucht. Genau dann erwischt man natürlich nicht so viele Kugeln, dass sich das lohnen würde. Das ist, ja, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Oder es ist, man könnte es auch anders sagen, es ist vielleicht einfach auch fies programmiert dann an der Stelle, aber ja. Bewusst fies programmiert. Geisterkugel, ja. Dibididubdi. Wenn er jetzt auch noch mal ein paar mehr Orangene mitgenommen hätte, das wäre auch noch ganz knorke gewesen. Vielleicht sogar Schnafte. Oder Töfte, je nachdem. Könnt ihr euch aussuchen. Nachdem ich ja letztens erst referiert habe, woher das Wort geil kommt, etymologisch. Oder sagen wir mal, vielleicht nicht woher es kommt, aber woher es sich erstmals halt, wo es sich erstmals durchgesetzt hat, in der Botanik nämlich. Okay. Komme ich da dran? Da komme ich dran. Okay. Okay. So, 5 für 1. Perfekter Schnitt. Das heißt, wir können wieder ein bisschen farmen. Wie eine waschechte Carmen. So, 2 für 1. Noch 2 Kugeln. Okay. Scheiße. Ich hätte jetzt fast spekuliert auf Ultra-Extrem-Fieber, aber naja, gut. Wenn die gerade noch in den Trog gegangen wäre, so wie die davor, dann wäre es cool gewesen. Dann hätte ich es auch weiter versuchen können, aber so natürlich dann nicht mehr. So, Schnauzechor. Was? Grabmal des Unheils. Das könnte auch so ein Ort in Diablo 3 oder so sein. Ich denke, ich kann diese Zeichen übersetzen. Schuma, was zum Henker heißt das denn? Ja, möchte gern Lara Croft, Indiana Jones Hase. Die echten Abenteurer wüssten das. Denn Lara Croft ist ja auch so schlau, sie weiß das alles sofort, ohne nachzugucken. Die hat halt Ahnung, ne? Das ist halt so. Ja. So.
bisschen hier zwischenkommen. In die Zwischenräume, in die Zahnzwischenräume müssen wir jetzt hier kommen. Ich finde diese Werbung einfach so hohl. Mit diesem, ich weiß gar nicht von welcher, Dr. Med Sensitiv oder was das ist, keine Ahnung. Wo immer dieser eine Kerl so stumpf in die Kamera guckt, die Zahnbürste in der Hand hat und die dann in so eine Tomate reindrückt. Ich fand die Werbung, ich meine, ich weiß natürlich, was sie damit aussagen wollen, aber es sieht einfach irgendwie stumpf aus. Das hat mich immer ein bisschen mitgenommen, muss ich sagen. Das fand ich immer ein bisschen stupide. Aber cool. Also ich meine, stupide Werbung kann ja auch cool sein. Auf so eine ganz trashige Art und Weise. So trashig, wie das Level hier gerade ist. Grab mal des Unheils halt, ne? Ist halt auch Unheil. Ach ey, Peggle macht richtig Spaß zu Let's Playen, weil ich so viel Scheiße auch einfach labern kann. So zusammenhangslos. Das macht einfach Bock. Ich könnte es natürlich bei anderen Projekten auch, aber dann mache ich das nicht, weil ich mich da mehr auf das Spielgeschehen konzentrieren will, auf die Story und so. Und die Atmosphäre nicht kaputt machen will. Also ich spiele ja schon, sagen wir mal, ich spiele schon angepasst an das Spiel. Ich bin in manchen Spielen auch ruhiger als in anderen Spielen. Spreche in manchen Spielen auch nicht so viel wie in anderen Spielen. Ob es jetzt Blödsinn ist oder nützliche Sachen. Das ist immer unterschiedlich. Und bei Peggle kann man halt einfach viel Scheiße labern. Das ist halt so. Da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen vulgärer sprechen, als ich es normalerweise machen würde. Und da rutscht das halt auch einfach so raus. Und dann, ja. Da passt das schon. Oh, Zauberhut und dreifache Punktzahl ist richtig gut, eigentlich. Ja. Wie gesagt, bringt uns hier jetzt hier überhaupt nichts. Übrigens immer noch dreifache Punktzahl für diese Runde. Und so werden aus 20.000 auch mal eben 61.000 Punkte. Also, wenn man da wirklich viel mitnimmt, dann, und das Level das auch hergibt von der Konstruktion her, vom Aufbau, dann kann das schon was bringen. Also, der Hase ist nicht ganz verkehrt, wie gesagt. Das ist es okay. Der Kumpel von Alex, der liebe Simon, Grüße an dieser Stelle, falls er das mal irgendwie sehen wird, der schwört ja immer auf den Hasen. Wir saßen, als ich Alex besucht habe, dieses Jahr 2015, im Juli wieder, saßen wir an einer bestimmten Herausforderung eine ganze Zeit lang fest. Und zwar mussten wir in einem Level 750.000 Punkte erreichen. Also allerdings in einem Level unserer Wahl. Also das Level konnten wir uns aussuchen und auch den Charakter, mit dem wir spielen. Aber das war gar nicht so einfach. Und ja, letztendlich kam dann der Simon vorbei und meinte, ja, hier der Hase und so. Also er spielt auch Peggle. Und er schwört ja total auf den Hasen. Wir dachten so, nee. Letztendlich hat der Hase es aber, glaube ich, gebracht. Also der Hase hat es gerissen. Normalerweise werden ja Hasen gerissen von irgendwelchen Wölfen oder so. Aber da hat es der Hase gerissen. Da ist auch zum Beispiel der Unterschied zwischen Nominativ und Akkusativ. Wer hat's gerissen? Der Hase. Der Hase hat's gut hinbekommen. Wen hat's gerissen? Akkusativ. Den Hasen. Der ist dood, weil er vom Wolf zerfleischt wurde. Könnt ihr mal sehen. Unterschied der Fälle in der deutschen Sprache. Wie ein Buchstabe quasi so einen Unterschied machen kann. Also der oder den. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was ich auf meinem Blog-Dave-Kanal halt oft mitkriege. Das ist für deutsche Leute, die machen sich halt nicht so eine Vorstellung davon, weil die halt damit aufgewachsen bin. Ja, hier die Flipper, dankeschön dafür. Oh, scheiße. Überhaupt nicht reagiert. Die können das halt. Gut, es gibt auch deutsche Leute, die können ihre eigene Sprache nicht, aber vor allem sind das meistens die Leute, die besonders rechts eingestellt sind und immer, oh, das deutsche Volk und das deutsche Vaterland, Alter, und ich kann doch nicht mal das mit Doppel-S schreiben, wenn es richtig ist. Oder solche Sachen, ne? Das finde ich immer sehr lustig, muss ich gestehen. Da könnte ich mich immer drüber beömmeln, wenn dann irgendwie so kommt, oh, die Flüchtlinge, Alter, und die sind voll, die nehmen uns unser Geld weg und bla. Und wir Deutschen, wir müssen zusammenstehen. Ich kann aber noch nicht mal irgendwie einen Satz ohne Fehler schreiben und so. Aber ich bin voll für Deutschland und Deutsch. Und die müssen alle Deutsch lernen, die Flüchtlinge und so. Und hinterher hast du dann Flüchtlinge hier, die dann Deutsch gelernt haben. Und die Deutsch sogar besser können als diese ollen braunen Kacknazis. Das finde ich dann am lustigsten, ehrlich gesagt.
Falls das hier übrigens jemand guckt, der so Nazi-Einstellungen hat oder was, du kannst dich gerne angesprochen fühlen, du bist einfach ein Arschloch. Muss mal klar zu sagen. Und einfach ziemlich ungebildet noch dazu, denn sonst hättest du nämlich andere Informationsquellen. Auch das fand ich ja immer so super von Pegida, wobei ich, da muss man schon differenzieren, natürlich sind die Leute, die bei Pegida mitgemacht haben, nicht alle Nazis oder so, die meisten aber schon relativ rechts eingestellt, rechts außen, sag ich mal, das kann man durchaus schon so sagen, würde ich mal so behaupten, aufgrund des Thesenpapiers, was die gemacht haben und so. Ja, das ist halt auch so eine Sache für sich gewesen, ne? Das war, erstens mal war es ja lustig, dass das in Dresden dann so stattgefunden hat, weil das so mit ein Gebiet ist, wo anteilsmäßig relativ wenige Ausländer überhaupt leben. Und dann hat man halt Angst vor Überfremdung, was dann aber vielleicht auch irgendwo sogar logisch ist, wenn da halt nicht so viele sind, dass genau da dann natürlich das so zum Tragen kommt. Natürlich ist aber auch der Osten Deutschlands dann nochmal was ganz Spezielles, denn da sind ja extremere Gruppen, nicht nur die Rechten, sondern auch die Linken, natürlich haben einen ganz anderen Stellenwert als im Westen Deutschlands, rein geschichtlich auch. Und haben halt eine ganz andere Entwicklung genommen. Da werden die halt anders betrachtet noch, das kommt halt auch noch dazu. So, ich versuche nochmal ein bisschen hier unten einen Weg frei zu räumen. Okay. Ah ja, es ist schon lustig. Die Leute von der Pegida halt, ne, oder natürlich auch nicht die Leute, es gibt da solche und solche, aber dann immer dieses halt die Fresse, Lügenpresse. Interessant ist dann aber nur, wenn die sich mal vor Augen führen würden, dass viele ihrer polemischen Halbinformationen, die sie dann verbreiten und als die Wahrheit ansehen, dass die zum Beispiel auch aus der sogenannten Lügenpresse kamen und sie die aus der Lügenpresse aufgeschnappt haben. Aber so weit denkt man dann ja nicht. Dann ist das nur alles, die anderen sind böse, wir sind nichts gewesen. Ne? Das sind immer die anderen, die alle hier in die Scheiße reiten und so. Und solche Sachen. Ich könnte da noch stundenlang drüber weiterreden, aber das finde ich mal so lustig, echt. So minder bemittelte Leute einfach, die dann natürlich nicht alle, wie gesagt. Und wir können sicherlich auch nicht, wenn man es mal plakativ sagen will, so wie die CSU, die ganze Welt hier versorgen. Das geht sicherlich nicht. Allein wegen der Kapazität, da muss man halt auch realistisch bleiben. Aber wir können noch wesentlich mehr machen, als wir momentan tun. Und von wegen, die Flüchtlinge kommen ja auch nach Deutschland und dann kriegen die ja irgendwie voll viel Geld dann sofort in den Arsch gesteckt vom Staat und wir kriegen so wenig und so. Da war letztens auch wieder so ein Beitrag, der wird immer sehr oft gezeigt gerne, auch mit so einer älteren Dame, ich nenne es mal vornehm. Ja, die kriegen so viel Geld dann, wenn sie hier hinkommen, die Flüchtlinge, und wir haben gar nichts, ja. Auch wieder irgendwo im Osten. Das tut mir ja leid, wenn die Leute da nicht so viel haben. Und da gibt es auch sicherlich viele Leute im Osten, sagen wir mal, Deutschlands, die wirklich nicht so einen hohen Lebensstandard leben können wie andere Leute innerhalb Deutschlands, in anderen Regionen. Das kann, mag sein, das will ich auch überhaupt nicht abstreiten. Aber die Flüchtlinge können doch sicherlich nichts dafür, wenn die arm dran sind und wenn die nach Deutschland kommen und nichts haben, außer ihr Leben vielleicht und das, was sie anhaben, wenn die dann zur Begrüßung ein kleines Taschengeld bekommen und mehr ist das wirklich nicht. Das ist nicht, dass die hier nach Deutschland kommen und von wegen dann erstmal 2000 Euro monatlich in den Arsch geschoben kriegen. Überhaupt nicht. Das sind ein paar Euro, wenn überhaupt, wenn es hochkommt. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo das alles gerade ist und mit welchen Umständen man hier hinkommt. Und was ich halt auch lustig finde, um das Thema noch so ein bisschen abzuschließen, aber das zeigt halt einfach, wie undifferenziert und damit auch einfach uninformiert und strunzendämlich manche Leute sind, was dieses Thema angeht. Gerade halt vor allem so erzkonservative und total rechtseingestellte Leute, die sich halt nur so halb informieren und nur die Informationen rauspicken, wo sie gerade Lust haben und die ihre Position untermauern. Sowas wie zum Beispiel, ja, wie gesagt, die kriegen ja alle so viel Geld und so. Und guck dir mal dann die Flüchtlingsheime an, die sind ja dann voll gut ausgestattet und alles. Und die haben dann irgendwie voll die goldenen Wasserhähne. Ohne Scheiß, habe ich in manchen Berichten darüber schon gehört.
So eine gequälte Scheiße. Echt mal. Ich wünsche den Leuten, dass die mal in einem Flüchtlingsheim irgendwo leben müssen, dass die vielleicht mal aus Deutschland irgendwann fliehen müssen und mal irgendwo anders hin müssen. Mal gucken, ob sie dann auch noch so rumstänkern. Ja, da kriege ich so einen Hals bei so einem Kack. Echt? Dann sollen sie doch selber einfach mal irgendwie, was weiß ich, irgendwo anders hinfliehen und selber mal ausprobieren. Und dann können sie nochmal meckern, wie das dann ist. Nochmal so ein kleiner Rant hier. Und vor allem dann auch, das ist Ganze, dann werden auch Flüchtlinge mit Asylantenanwerbern, also mit Asylanwerbern dann gleichgesetzt und vertauscht und in einen Topf geworfen. Und das ist, vor allem dann ist dann auch immer so super, ja, warum lösen die Probleme denn nicht da vor Ort? An sich ist das ja keine schlechte Idee, dass man die Probleme halt in den Ländern löst, wo es die Probleme gibt, wo, aus denen die Leute fliehen. Aber das ist auch einfach so Stammtisch, CSU-mäßig, so laut rausgeschrien, oh, die Leute, die werden mir dann zustimmen, dann kriege ich Applaus und werde gewählt. Ja, ganz toll, weil es auch so viele Leute gibt, die einfach nicht weiter als einen Gedanken mal nachdenken am Stück. Genau das ist das Problem dabei. Und das funktioniert leider.